Es ist genau 9 Uhr. Per Hubschrauber versucht die japanische Armee nun, den Reaktor 3 im Atomkraftwerk Fukushima mit Wasser zu kühlen. Einem Regierungssprecher zufolge wurde auch in diesem Reaktorblock möglicherweise die innere Schutzhülle beschädigt. Schon zuvor bestand dieselbe Sorge für den Reaktor 2. Der Betreiber TEPCO maß nach eigenen Angaben die höchsten Strahlenwerte am Block 3. Wegen der hohen Strahlung musste der Hubschrauber-Einsatz Agenturmeldungen zufolge zwischenzeitlich unterbrochen werden. TEPCO zog aus Sicherheitsgründen vorübergehend die noch verbliebenen Arbeiter aus der Anlage ab. Im Reaktor 4 brach heute erneut Feuer aus. Die Löscharbeiten wurden laut TEPCO auch durch Trümmer auf dem Weg erschwert. Die Behörden wollen nun mit Bulldozern eine Feuerwehrschneise dorthin schaffen. Trotz der eskalierenden Lage plante die Regierung zunächst nicht, den Evakuierungsradius von 20 Kilometern auszuweiten. Nach einem Nachbeben in der Region, das auch in Tokio zu spüren war, und stark erhöhten Strahlenwerten, bleibt das Zentrum der 12 Millionen Stadt menschenleer. Viele ausländische Unternehmen haben ihr Personal aus der japanischen Hauptstadt abgezogen. Nach Angaben der Behörden ist die Strahlung 10-mal höher als gewöhnlich, doch nicht gesundheitsgefährdend. Kinder werden schnell zur Schule gebracht, niemand hält sich länger als nötig im Freien auf. Ich will meinen Kindern keine Schrecken einjagen, gesteht diese Frau. Ich wünsche, dass sie jeden Tag Freude und positive Gefühle haben. Sie dürfen alles tun, was erlaubt ist, solange es sicher ist. Erkennen Sie aber, dass ich unruhig bin, werden Sie ebenfalls unruhig. Zahlreiche Touristen haben es vorgezogen, abzureisen. Viele Restaurants und Bars bleiben geschlossen. Es ist genau 9 Uhr.